Rund 1000 tote Zivilisten in der Ukraine pro Kriegsmonat. Auf diese Zahl kommt das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte, UNHCHR, in Genf. Vom 24. Februar bis zum 22. August 2022 zählte die Behörde der Chilenin Michelle Bachelet mindestens 5.587 Todesopfer in der ukrainischen Zivilbevölkerung, darunter mindestens 362 Kinder. Zudem wurden während des Ukraine-Kriegs bisher mindestens 7.890 verletzte ZivilistInnen erfasst, darunter 610 Kinder. Mehr als die Hälfte der Todesfälle wurden im Donbass gezählt, die überwältigende Mehrheit im ukrainisch kontrollierten Gebiet. Das umkämpfte Gebiet hatte in friedlicheren Zeiten rund 6 Millionen Einwohner. Bei den Angaben handelt es sich um durch die UN bestätigte zivile Opfer. Das UNHCHR geht aber davon aus, dass die tatsächliche Zahl an Verletzten und Toten in der ukrainischen Zivilbevölkerung wesentlich höher ist. Humanitäre Organisationen wie das Rote Kreuz fürchten jetzt schon den Winter. Die Regionaldirektorin für Europa und Zentralasien. Die humanitären Bedürfnisse sind, wie gesagt, enorm. Es geht um Nahrung und Treibstoff und den Zugang zu einer menschenwürdigen Unterkunft für die Menschen auf der Flucht. Und das gilt sowohl innerhalb der Ukraine als auch in den Nachbarländern. Für uns ist das also eine äußerst komplexe Krise und wir müssen in einem nach wie vor dynamischen Umfeld in sehr großem Umfang reagieren. Etwas mehr als 4,5 Millionen Ukrainer, von den gut 11 Millionen, die das Land als Flüchtlinge verlassen haben, sind inzwischen in ihre Heimat zurückgekehrt. Um Kiew wird nicht mehr gekämpft, aber der Krieg geht weiter mit verheerenden Auswirkungen. Es gibt keine Arbeit, keine Unterkunft für alle. Viele erwartet wohl der härteste Winter ihres Lebens.